zusammen. Wir sind wieder unterwegs und ihr seht, wie wir strahlen. Ja. Wir sind nur ein paar Tage unterwegs und wohin ganz genau, das wissen wir selber noch nicht so richtig. Aber in die schönste Gegend von Deutschland. Ja, genau, also Lautelle und das ist natürlich das Frankenland. Also wir fahren nach Bayern, aber wo ganz genau hin, sind wir uns selber noch nicht so ganz schlüssig. Auf nur der erste Teil, also die erste Übernachtung auf jeden Fall, die ist gesetzt, weil wir fahren zur Familie. Und dann, klar, dann wollen wir mal schauen, wo es uns dann weiterhin verschlägt. Also mal schauen. Wäre schön, wenn er mit uns dann auch wieder begleitet. Die Burg ist geschlossen, heute ist Ostermontag. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch einen Burggarten. Und den schauen wir uns jetzt an. Ist das
überhaupt ein richtiger Marienkäfer? Das sieht irgendwie ganz anders aus. Also der Wohnmobilstellplatz ist gratis und das finden wir ganz toll, weil das nämlich wirklich ein schön angelegter Stellplatz ist. Ja genau, man hat ja richtig den Blick auf die Burg und das ist eigentlich ganz toll. Auf dem Stellplatz gibt es alles. Also ist Fähr- und Entsorgung und sogar Strom. Und kostenlos. Also der Strom natürlich. Ja natürlich, ja, das Wasser auch, aber halt ja, der Platz an sich ist kostenlos und liegt günstig. Ja. Und es gibt auch fränkische Bratwürste, also das liegt Zentrum von Franken ist einfach schon allein deswegen eine ganz herrliche Ortschaft. Ja? Hat auch eine historische Altstadt, da fahren wir dann noch durch. Mhm. Und es ist die Ortschaft Markt Karreuzburg mit der Karreuzburg. Wenn ihr denkt, das ist doch bloß ein kleines Bürglein, dann muss ich euch sagen, das hat eine ganz, ganz große historische Bedeutung. Und mir ist allerdings nur die Kurzversion von der Ossi genehmigt worden. Ja, das reicht, sonst würde man nämlich bis nächste Ostern noch hier stehen. Also das hat auch mit der preußischen Geschichte zu tun. Denn der Burggraf von Nürnberg, das war ein Jugendfreund vom König Sigismund, also dem späteren Kaiser Sigismund. Und der König Sigismund hat ihm zum Kurfürsten von Brandenburg 1417 in Konstanz am Obermarkt ernannt. Ja, da haben wir euch ja auch schon was dazu erzählt, wenn ihr unser Video über Konstanz anschaut. Genau. Und aus dem Kurfürstentum Brandenburg kam dann Preußen dazu, sodass das Preußen Brandenburg war. Und später waren das die ganzen preußischen Könige und Kaiser. Das heißt also auch dieser berüchtigte Kaiser Wilhelm II., dem ich die Hauptverantwortung für die jüngere deutsche Geschichte gebe. Ja, das schweift schon wieder aus. Ja, ja. Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg, ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Den haben wir hier dieser Burg mit zu verdanken, denn dieser besagte Kurfürst, der also da in Obermarkt in Konstanz zum Kurfürsten erklärt wurde, der hat sich dann später mit dem König Sigismund überworfen wegen den Hussitenkriegen. Und hat sich dann aus der Politik zurückgezogen, und zwar auf die Burg Karreuzburg in Karreuzburg, vor der wir jetzt stehen. Und da ist er dann auch einige Jahre später gestorben. Ja, okay. Ja? Aber eben, wenn er nicht gewesen wäre mit dem Sigismund, dann wären die Hohenzollern niemals Kurfürsten von Brandenburg und damit auch nicht preußische Könige und Kaiser gewesen. Und somit ist diese Burg hier ein ganz bedeutender Moment in der deutschen Geschichte. Ja, so ist es ganz genau. Die Ossi gibt mir recht. Ja. Ich hoffe, das war nicht so ausführlich. Nee, ich denke, wer es sowieso genauer interessiert, der kann das alles auch nachlesen. Ja, bei Wikipedia habe ich versucht nachzurecherchieren, da war es nicht drinnen gestanden. Aber es ist natürlich eindeutig so recherchiert, ich bin der Stadtführer von Konstanz gewesen, ja. Also das war eine kleine Exkursion in die Geschichte Deutschlands und auch natürlich von Konstanz und von Karreuzburg. Und die Burg ist sehr interessant. Wir können jetzt leider nicht reingehen, weil sie montags geschlossen hat, inklusive Ostermontag. Da nehmen die keine Rücksicht. Nee, aber wenn es klappt, gehen wir morgen rein. Ja, und mit der Drohne kann ich auf jeden Fall drüber fliegen. Gucken wir mal, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt noch das Städtchen an, denn das ist ja ganz schön mittelalterlich. Und da hat es Kopfsteinpflaster ohne Ende. Man denkt, man ist in Portugal. Ja, also mit dem Fahrrad ist es immer wieder sehr holperig. Ja. So, und der Tag ist wunderschön, wir müssen weiter. Tut uns leid, wir verabschieden uns von der Burg Karreuzburg und fahren jetzt in die Stadt rein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mitkommen. Thank you.
Sondern wenn wir vor einem Turm stehen, dann hilft nichts was. Kniearthrose hin, Kniearthrose her, da müssen wir hoch. Auf jeden Fall. Und so hoch scheint er ja jetzt auch wieder nicht zu sein. Jawohl, und dann gehen wir jetzt rauf. Ja, klar. Offen ist die Tür und dann schauen wir rein. Ja, kostet 1 Euro. Zahlen wir. Zahlen wir, ganz klar. So sind die Franken, da geht es noch auf Vertrauen. Naja, immerhin das Video überwacht. Ja, ein bisschen misstrauisch muss man schon sagen. Nee, aber 1 Euro ist ja wohl nicht alle Welt. Ja. So, und das filme ich jetzt. Das muss ja auch alles erhalten werden. Und warte mal, wo war heute der zweite? Ach ja. Falls die Videokamera versagt, können wir es beweisen. Oh, da ist aber noch nicht viel drin. Ich glaub, unsere 2 Euro sind die einzige heute. Okay, schon noch früh am Tag. Wird täglich geleert. Ja, also Einbruch zwecklos. So anstrengender als gedacht. Mehr Stufen als gedacht. Hier ist ein kleiner Balkon. Schauen wir mal raus. Und schon wieder ein Stück deutsche Geschichte. Wenn die erste Eisenbahn. Die fuhr ja bekanntlich von Nürnberg nach Fürth. Ich wollte jetzt doch erst einmal die Leute fragen. Jetzt wisst ihr es schon. Von Nürnberg nach Fürth. Aber wann? 1835. Habe ich alles gelernt in der Schule. Ich komme aus Nürnberg. 1835 aus der Eisenbahn. Und die ist dann verlängert worden irgendwann. Jawohl. Und sie fuhr dann von Fürth Zirndorf. Ist sie verlängert worden nach Kadolsburg. Und damit dieser Tourismus angekurbelt wurde, hat man diesen Turm erbaut. Und siehe da, schon sind die Touristen da, aber kommen mit dem Wohnmobil. Ja, nicht mit der Eisenbahn. Und jetzt gehen wir noch ganz auf. Ja klar, jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft geschnappt, jetzt geht's wieder weiter. Sehr zu empfehlen. Ja. Karolinsburg, sehr zu empfehlen. Ja. Kann ich jetzt schon sagen. Auch am Ostermontag. Ja klar, ist jetzt natürlich nicht so viel Betrieb, klar, feiertagsmäßig, aber ist auch schön, wenn sehr schön, die Geschäfte haben halt zu. Ja, die Metzger auch. Fränkische Bratwürste. Die holen wir morgen. Ja, auf jeden Fall. Hoch geht's, auf! Ja, also, bis leider. Tschüss. Obwohl wir hochwertige Technik einsetzen, kommt es immer wieder zu Tonproblemen, wie ihr es im Laufe des Videos schon gemerkt habt. Deswegen hier mein Kommentar, was Ossi zu sagen hat. Sie zeigt hier auf den Wohnmobilstellplatz, den man von Turm aus sehr gut sehen kann und bewundert vor allen Dingen nochmals die Aussicht, die man von diesem Turm aus hat. Der Kopfsteinpflaster hat es da genauso wie in Portugal, wo es uns da so durchkrüttelt und schüttelt hat. Ja? Nur mit dem Unterschied, hier gibt es einen Seitenstreifen für Radfahrer, dass man da nicht so durchgerüttelt wird. Und in historischen Städten ist halt nur mal Kopfsteinpflaster immer vorhanden. Ja, aber mit Fahrrädern ist es einfach blöd und deswegen ist hier der Fahrstreifen gut angebracht. Ja, in der Hauptstraße. Das ist, glaube ich, die Hauptstraße hier durch von dem historischen Stadtkern.
Wir sind hier übrigens an der Deutschen Fachwerkstraße und an der Deutschen Burgenstraße. Also schon allein aus dem Grund ist Kreuzburg ein Auf jeden Fall mal ein lohnendes Ziel, genau. Ja. Also es ist ein wunderschönes Städtchen, hat viel Flair, also mir gefällt es ganz gut. Mir gefällt es auch sehr gut und wir haben jetzt hier den Vormittag, den wir jetzt beenden. Und jetzt geht es eben zur Familienfeier. Richtig, und euch verabschieden wir jetzt hier. Und sollten wir morgen noch in die Burg reingehen, dann werden wir das einfach noch hinter dran hängen. Ja. Genau, gell? Und ansonsten machen wir jetzt Schluss mit diesem Video. Und ja klar, wir hoffen natürlich, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Uns hat es nämlich sehr gut gefallen. Und ja, es bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen wie Tschüss. Tschüss, macht's gut.